7.584,53 €. So viel Geld habe ich dieses Jahr mit YouTube-Werbung verdient, also dem Geld, was YouTube mir für meine Views abgibt. Das ist offensichtlich nicht meine einzige Einnahmequelle als Influencer. Ich habe ja auch Placements in den Videos, ich moderiere Sachen für Funk. Und in diesem Video möchte ich euch deswegen mal so transparent wie rechtlich möglich auflisten, womit ich dieses Jahr wirklich mein Geld verdient habe und wie viel. Aaron Troschke zum Beispiel hat das die letzten 2 Jahre transparenter gemacht als so gut wie jeder andere. Genauso wie Tomari zum Beispiel oder Dave. Ich habe sie alle geguckt. Montana Black hat letztes Jahr zumindest gezeigt, was er mit YouTube-Werbung verdient hat. Trimax sogar schon die letzten 2 Jahre. Und so viel kann ich schon mal spoilern. Ich verdiene mit all meinen Einnahmen auf jeden Fall um einiges weniger als Trimax und Montana Black. Nur mit YouTube-Werbung. Bei mir ist nämlich noch mal eine Sache ganz besonders. Ich bin dumm. Dumm, weil ich mich nicht komplett auf meinen YouTube-Kanal fokussiere, mit dem ich vermutlich am allermeisten Geld verdienen könnte. Nee, ich bin gleichzeitig auch noch Geschäftsführer einer Firma. Das wissen manche von euch vielleicht gar nicht. Seit 6 Jahren leite ich gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin eine Agentur für Social-Media-Content, die Richtig Cool GmbH. Ich persönlich liebe Einblicke hinter die Kulissen. Ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich, denn bevor wir dazu kommen, wie viel Geld ich jetzt mit YouTube-Placements, mit TikTok, mit Instagram, mit Moderationen für öffentlich-rechtliche Projekte verdient habe, wollte ich euch einmal einen Behind-the-Scenes-Einblick darin geben, womit ich eigentlich mein Geld verdiene, mit der Firma. Herzlich willkommen bei der Richtig Cool GmbH. Das hier ist unser Konferenzraum, da haben wir Meetings und Brainstorm-Ideen für Pitches. Das hier ist unser Lastenrad und wofür wir das brauchen, das zeige ich euch gleich. Wenn ich wichtige Telefonate habe, dann liege ich gerne hier. Yes, I can make the Werbung for your Staubsaugerroboter. It's no problem. I do it. So, hier geht's dann in unseren Keller, den zeige ich euch gleich. Hier sind die Toiletten. Dabei fühlt man sich auch immer komplett unbeobachtet. Hier drüben, da ist die Postproduktion, das heißt, hier werden alle Videos geschnitten, die wir so machen und auch das ganze Motion Design. Gerlinde hier ist unsere Motion Designerin, die macht gerade die ganzen schönen Animationen für den Anti-Web-Videopreis und Jorven, der gerade hinter der Kamera ist, der schneidet hier gerade was für den Kika. Für den Kika moderiere ich einmal im Monat bei Team Timster, das ist das Medienmagazin für Grundschulkinder vom Kika. Da geht es dann um so Sachen wie, was ist Cybermobbing oder wie verdienen Influencer eigentlich ihr Geld? Und noch ein kleiner Funfact, als Premium-Arbeitgeber haben natürlich alle hier höhenverstellbartisch. Gegenüber, da sitzt die Redaktion und hier wird gerade vor allem an Fühlen wir gearbeitet. Das ist ein Instagram-Account über Mental Health und Psychologie für Frauen. Den machen wir gerade für den SWR. Und hier wird auch schon hart geresearched. Ganz wichtig ist übrigens auch, dass ich der größte Mitarbeiter bin. Du hattest Schuhe an, Robert. Ich bin trotzdem größer als du. Du bist 1,92, ich bin 1,94. Das ist, der Abstand stimmt nicht, aber ich bin trotzdem größer als du. So. Siehst du nämlich, ne? Gegenüber vom Konferenzraum, da ist noch unser Großraumbüro. Und hier arbeiten alle anderen. Aktuell sind wir 16 Leute in der Firma. Wir haben auch eine Küche. Und für den Frühling und den Sommer haben wir hier draußen auch noch eine schöne Terrasse. Mit Säule. Hier geht's runter in unseren Keller. Kommst du? Hier unten, da sitzen dann immer die Praktikanten und Praktikantinnen und müssen den ganzen Tag Trendsvideos gucken oder Klatschmagazine lesen. Hilfe! Ja, wofür wir den Keller auch nutzen, ist zum Lagern von allen Sachen, die wir so besitzen und die wir für Videos brauchen könnten. Und das haben wir auch alles kategorisiert und das kann man dann auch alles nachgucken. Also wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wo ist meine Waffe? Und dann sehe ich, aha, Box 31, hier, ja. Nice! Das ist die Partykiste. Wo kauft man sowas? Wo haben wir das her? Warum haben wir das? Das hier, das sind schon alles Pakete, die schon angekommen sind für alle Placements 3. Wir haben schon wieder so viel Zeug. Ich glaube, hier liegen alleine 3 Staubsaugerroboter. Und wenn wir dann hier alles zusammengepackt haben, was wir so brauchen für ein Video, dann kommt das Lastenrad zum Einsatz. Unser Studio ist nämlich so 10 Minuten entfernt, deswegen fahren wir dann dahin. Kennen Sie das? Sie sind unterwegs mit Ihrem hippen Lastenrad und werden dabei brutal überfahren, völlig verstümmelt und können ab dann nicht mehr arbeiten? Hilfe!
hoffe, nein. Ganz entspannt, das war eh nicht im Budget. Aber haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass Ihre Arbeitskraft das Wertvollste ist, was Sie besitzen? Hä? Hey, das ist doch quasi der Punkt von dem ganzen Video. Dann informieren Sie sich doch mal zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist eine private Absicherung, falls man seinen Beruf, sein Studium oder seine Ausbildung aus gesundheitlichen Gründen irgendwann nicht mehr ausüben kann. Das kann auch in Jobs passieren, in denen man gar nicht damit rechnet und aus Gründen, die auch überhaupt nicht absurd sind, wie Burnout oder Rückenprobleme. Und so früher man sich darum kümmert, umso günstiger wird's. Das Ding ist, das ist immer sehr individuell, deswegen ist eine persönliche Beratung sehr wichtig. Die LVM-Vertrauensleute sind für euch da. Lasst euch bei einer LVM-Versicherungsagentur in eurer Nähe beraten. Infos dazu auch nochmal in der Videobeschreibung. Willkommen im Robbubble-Studio. Für die, die die ganze Zeit nur wegen des Geldes hier sind, dachte ich, bevor ich euch jetzt den Raum und die anderen Räume zeige, verrate ich euch erstmal noch eine weitere Einkommensquelle. Das hier ist das Geld, was ich an einem guten Tag auf TikTok verdiene. 7 Cent. Insgesamt habe ich durch die Werbeeinnahmen, die TikTok mir abgibt, nicht nur dieses Jahr, weil das kann man leider nicht so gut trennen, sondern seit der Gründung meines TikTok-Accounts mit 25 Millionen Views 112,70 € verdient. Das rechtfertigt ehrlich gesagt nicht mal die Produktionskosten von einem einzigen TikTok, zumindest so wie wir die produzieren. Deswegen sind Placements so wichtig. Und mit Placements auf TikTok habe ich dieses Jahr 20.100 € Umsatz gemacht. So, und bevor wir jetzt zum Rest der Einnahmen kommen, das hier ist mein Studio. Kennt ihr, hier werden all meine YouTube-Videos gedreht, so sieht das hinter den Kulissen aus. Und hier ist außerdem noch mein Livestreaming-Setup, auch wenn ich sehr lange schon nicht mehr live gestreamt habe. Aber ich moderiere einmal im Monat für den SWR eine Live-Show namens Mixtalk. Steht hier als nächstes im Skript, hier habe ich dann immer das Skript offen. Hier kann ich auch schneiden, aber eben auch Livestreamen. Und auf eine Sache bin ich hier extrem stolz. Dieses gesamte Setup ist höhenverstellbar. Das ist alles am Tisch festgemacht. Die Lichter, die Kamera, der Computer, das Mikrofon. Ich kann im Stehen moderieren oder im Sitzen, wann ich will. Ich find's geil. Ich bin halt ein Nerd für sowas. Ich find sowas geil. So, hier ist eine Toilette und hier ist das Techniklager. Hier lagert die gesamte Technik, mit der wir alle unsere Produktionen so machen, von Podcasts zu YouTube-Videos zu TikToks. So, und hier drüben, da ist unser Meetingraum für das Studio. Hier ist so ein Produktionsbüro bei Drehs, damit die Leute hinter der Kamera auch irgendwo arbeiten können, während in den anderen Räumen produziert wird. Wir nutzen das aber auch als Set. Also immer, wenn wir einen Konferenzraum brauchen für Sketche oder irgendwie eine Tafel, um irgendwie so ein Schulsetting in einem Sketch zu haben, dann machen wir das einfach hier. Und hier drüben, das ist ein Raum, der ist aktuell ungenutzt. Hier war bis vor kurzem noch ein Format für Funk drin, das wurde aber leider abgesetzt. Deswegen wartet dieser Raum jetzt auf den nächsten Auftrag. Gegenüber ist unsere Küche, damit man bei Drehs auch was snacken kann, Kaffee trinken kann und so weiter. Und direkt daneben ist unser Fotostudio. Hier drehen wir alle TikToks immer vor Fotowänden, aber zum Beispiel auch den Anti-Web-Videopreis vor Schwarz oder da oben Sachen vor Greenscreen, das geht auch. Hier in der Decke übrigens, hört man vielleicht auch, in jedem Raum, in dem wir drehen, haben wir extra das komplette Ding von so einem Sound-Akustik-Typen komplett ausstatten lassen, damit der Sound hier nicht halt. Diese Fotowände, die nehmen wir manchmal auch mit. Die hier war zum Beispiel gerade für Netflix bei einem Dreh für 1899. Da drehen wir immer so lustige Clips für Social Media mit dem Cast von solchen Shows. Das hier ist unsere Live-Regie. Da können wir live on tape Podcasts auch mit Video mitnehmen. Also hier sitzt die ganze Audio- und Videoregie für unser Podcast-Studio. Das ist hier nebendran. Hier wird diese Woche ein neuer Podcast produziert für über die deutsche. Aber ab und zu nehme ich hier auch Lästerschwestern auf. So, jetzt wisst ihr, was wir in der Firma alles so machen. Aber was habe ich denn jetzt als Influencer verdient? Ich habe ja auch noch einen Instagram-Kanal. Da habe ich dieses Jahr zum Beispiel eine Roomtour von meiner privaten Wohnung gepostet. Aber ich habe natürlich auch Werbung gemacht und damit 22.750 € Umsatz generiert. Zusammen mit den TikTok-Einnahmen und dem YouTube-Werbeanteil sind wir jetzt also bei rund 50.000 €. In dem YouTube-Werbeanteil sind übrigens nicht nur Werbeeinnahmen drin, YouTube rechnet da alles zusammen. Da sind auch 204,56 €, die durch Kanalmitgliedschaften entstanden sind und 20,12 € durch Trinkgeld dabei. Also danke an alle, die den Kanal so supporten, denn natürlich sind 50.000 € eine Menge Geld, aber durch das Team, was benötigt wird, um die Qualität meiner Videos auf dem Level zu halten, das ich gerne hätte, sind die Kosten weitaus höher. Deswegen braucht es Placements auf YouTube und dadurch kamen nochmal 81.500 € dazu. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass der ganze Overhead, den wir verursachen, durch das Team, durch das Studio, ihr habt ja jetzt die Räumlichkeiten gesehen, ihr habt die Technik gesehen, ihr habt die Leute gesehen, das deckt tatsächlich
Vor allem die Produktionskosten. Zum Glück habe ich aber noch eine weitere Einnahmequelle, Moderation. Ich moderiere einmal im Monat Follow Me Reports für Funk, einmal im Monat Mixdoc für den SWR, auch ungefähr einmal im Monat Team Timster für den Kika. Und dann habe ich immer noch so Einzeljobs. Zum Beispiel habe ich mal bei einem Pen and Paper von den Rocket Beans mitgemacht oder war mal bei Spiegel TV und habe da YouTube erklärt oder war bei Abgeklärt, dem YouTube-Kanal von der LVM-Versicherung zu Gast. Und durch solche Moderationsjobs kam auch nochmal 57.300 Euro zusammen, wobei ungefähr 3/4 davon öffentlich-rechtliche Jobs waren. Für alle, die mitgezählt haben, das sind ungefähr 3 Arbeitstage jeden Monat, die ich in öffentlich-rechtliche Projekte stecke. Und das ist natürlich eine Menge Geld für 3 Arbeitstage jeden Monat, aber wenn ich diese Zeit in werbefinanzierte Videos stecken würde, würde ich mehr als das Doppelte verdienen. Das kann man sich ja einfach hier so ausrechnen. Ich mache das nicht, weil ich dadurch reich werde, anders als es manchmal behauptet wird, sondern weil es mir eine Menge Spaß macht. Das ist unglaublich abwechslungsreich und ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig. Und wenn ich jetzt die YouTube-Werbeeinnahmen, die vermutlich dieses Video ungefähr generieren wird, noch mit reinrechne, dann kommen wir darauf, dass die Marke Rob Bubble dieses Jahr mit allem, was jetzt auch noch im Dezember kommt und so weiter, rund 190.000 Euro Umsatz gemacht hat. Und das Geld, das landet übrigens nicht auf meinem Konto, sondern das wird von der Firma wieder investiert in das Team und die Produktionsqualität der Videos, weil ich eben halt eigentlich hauptberuflich Geschäftsführer bin. Die Marke Rob Bubble, die könnte sicherlich noch sehr viel mehr Geld verdienen, wenn ich mich einfach mehr darauf fokussieren würde. Ich könnte auch noch Merch verkaufen oder Livestreams machen. Und ein Teil von mir, der hatte auch echt immer Bock drauf, weil klar würde ich gerne mehr machen. Ein Teil von mir ist auch neidisch, wenn ich sehe, dass andere YouTuber 2 bis 3 Mal so viel Umsatz machen, nur mit der YouTube-Werbung, die bei mir halt gerade mal 4% vom Umsatz ausmacht. Und ich weiß es nicht, bei Leuten wie Montana Black und Trimax, die nur immer ihre YouTube-Einnahmen rausgeben, wie viel Prozent das bei denen ist, aber wenn das nur ansatzweise ein ähnliches Verhältnis ist, dann rechnet mal hoch, wie viel Geld die verdienen und dann denke ich mir manchmal, was mache ich eigentlich?